Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror 2. So, ihr wart auf jeden Fall auch alle sehr geschockt von den ganzen Twists in der letzten Folge. Vor allem, dass die Angelina, ja, ihren Bruder quasi absichtlich verführt hat. Aber ich schätze, sie war ja unter dem Fluch. So, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir jetzt hingehen sollen. Es gab zu viel zum Nachdenken inzwischen. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit der Bibliothek. Vielleicht sagt Darren ja auch gleich, wo er hin will. Mal schauen. Nee, okay, er geht hier auf jeden Fall rein. Ist hier noch irgendwas? Die Frage ist ja auch ein bisschen, was passiert denn jetzt als nächstes? Weil, naja, Darren möchte ja jetzt einfach wegfahren. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das Spiel so endet, ehrlich gesagt. Dass wir jetzt einfach abfahren und gut ist. Ist hier auf dem Tisch noch irgendwas? Den konnten wir vorher nicht anklicken. Alles bereit für die Tea Time. Ah, okay, sonst ist da nichts weiter. Na gut, dann gehen wir nochmal wieder raus. Vielleicht in die Küche. Sally ist auch weg. Ist draußen irgendwas? Nee, hier ist alles normal. Soll ich nochmal mit Louis reden? Oder geht das nicht? Doch, das geht. Er wandert auf jeden Fall hin. Ich bin gespannt, was wir mit ihm besprechen. Oder hatte Louis Sachen für uns? Ich bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher, was wir machen müssen. Hey, Louis! Ja, doch, er hat, ne, er hat die Tickets. Was ja aber nur was wird, wenn der Louis nicht für unsere Gegner arbeitet, ne? Aber na gut, wir schauen mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, die Tickets. Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sam? Oder ist es Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Bates. Okay, also verdächtigen wir doch wieder Bates. Oder vielleicht ist ja auch alles harmlos und die liebe Sally hat nur ihre Arbeit nicht gemacht, was ja auch nicht überraschen würde, ne? So, aber wo finden wir Bates denn? Moment, ich gehe mal nochmal rein. Ist der hier oben vielleicht einfach? Hier ist das Bad. Ist da noch mein was? Mein Gott! Sally! Oh mein Gott. Sie ist tot! Denk nach, Darren. Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Aber oh mein Gott, was ist denn mit ihr passiert? Ihr Gesicht? Also was? Was waren das für Verletzungen? Ah, das Fenster ist auch auf. Hm, wir können jetzt hier alles nochmal angucken. Okay. Na dann, gucken wir uns mal um. Hier der Behälter, ist da, weil das muss ja irgendwie Säure oder sowas gewesen Puder, sein. Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Oder, ja, ich weiß gar nicht, wie könnte man denn jetzt machen, dass jemand ins Gesicht so aussieht? Das muss Säure sein, oder? Sind hier wieder nur Handtücher? Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Okay, das wiederholt sich jetzt ein bisschen, ne? Das ist ja sowas von komfortabel. Eine Sitzbank in einem Badezimmer. Meine Fresse. Okay, Badewanne. Das Wasser ist kochend heiß. Ach, ist das verbrüht? Waren das Verbrühungen in ihrem Gesicht? Aber dann müsste ja jemand sie wirklich... Moment. Das hieße ja, jemand muss ihr Gesicht in kochendes Wasser gedrückt haben, wenn ihr Gesicht so aussah. Oder in mit Säure oder so versetztem Wasser. Und erstens wundert mich, dass aus der Badewanne kochendes Wasser rauskommt. Also ich meine, ich weiß, man scherzt, dass Wasserhähne sowas machen, aber das machen die doch nicht wirklich. Und zweitens muss die Person dann ja sehr stark gewesen sein. Also irgendwie bezweifle ich, dass der alte, klapprige Bates mit seinem Atemgerät die Kraft hat, Sally so unter Wasser zu drücken. Abgesehen davon, müsste die Person dann nicht auch verbrühte Finger haben?
Weil wie machst du es denn jemanden? Außer sie war schon bewusstlos oder so. Vielleicht was in den Tee geschüttet und dann. Dann ginge das. Aber jemand, der zappelt und schreit und sich wehrt, so lange in Wasser zu drücken, bis der so aussieht, da musst du echt Kraft haben und Handschuhe tragen. Das Wasser ist kochend heiß. Das Wasser ist kochend heiß. Okay, da sagt er dasselbe. Willst du ihn vielleicht wieder ausmachen? Ja, aber... Läuft. Ja, aber warum willst du... Das läuft doch über. Kochend heiß. Mach den wieder aus, Mann. Läuft. Das Wasser ist kochend heiß. Okay, nö. Er sagt immer nur dasselbe. Ja, dann nicht. Dann lassen wir das jetzt so. Kein Problem. So. Ah, hier den Schrank können wir noch angucken. Das machen wir, bevor wir Sally angucken und das Fenster und so. Ein Haufen Handtücher. Achso, nee, da kommt nur noch mal dasselbe. Warum geht das da nicht weg? Ein Haufen Handtücher. Das ist auch dasselbe. Okay, ich habe noch mal andere Maustaste probiert. Hm, aber auffällig, dass das nicht weggeht. Spiegel? Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Okay, dann betrachten wir doch noch mal Sally. Oh Gott, aber ernsthaft, da sind... Blasen auf ihrem Gesicht und so. Und ihre Augen sind weg. Sind das? Ist das, wie Verbrennungen aussieht? Ich weiß es nicht. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ekelhaft. Irgendein okay. Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken oder der Schock hat sie getötet. Okay, also er denkt, das Wasser war heiß und sie ist quasi verkocht dann in dem kochenden Wasser. Was haben die für einen Wasserhahn, dass da wirklich legit kochendes Wasser rauskommt? Hm. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Zeigt sie auf irgendwas, denkt er? Hm. Auf okay, das ist dasselbe. Andere Maustaste, auch dasselbe. Hm. Naja, wenn sie... Weiß ich nicht. Wir können ja noch das Emblem angucken. Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit. Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat. Naja, Jungbrunnen haben wir doch gesehen. Hat ja bei Sally auch geklappt. Aber worauf sie gezeigt haben könnte, weiß ich wirklich nicht. Wir können den Kronleuchter noch angucken. Ein Kronleuchter im Badezimmer. Geht's noch? Okay, die Vorhänge vielleicht? Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Ich habe mir die Vorhänge angeguckt, nicht das Fenster. Aber na gut, dann jetzt das Fenster. Mal gucken, was er da sagt. Das Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Schwierig oder unmöglich? Oh, er macht es nur wieder zu. Ach, und dann kommt Dampf. Ah, vielleicht hat sie was geschrieben. Das könnte natürlich sein, wenn es jetzt hier dampft. Deswegen haben wir auch den Wasserhahn laufen gelassen. Zeig mal, ob sie jetzt was geschrieben... B. Was heißt denn B? Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Das ist jetzt aber... Das ist ein Schluss. Ich muss mit Bates sprechen. Der Killer wollte, dass ich den Butler verdächtige. Aber seine törichte Botschaft hat nur das Gegenteil erreicht. Kennen wir noch jemanden, der mit B anfängt, überlege ich die ganze Zeit. Aber eigentlich nicht, ne? Das heißt, Darren vertraut jetzt Bates... Oh, scheiße! Das Schloss brennt! Schon wieder? Also ich meine, wie das Schloss brennt. Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Ah, deswegen die Handtücher. Okay, dann greift ihr jetzt eins.
könnten auch das Fenster wieder aufmachen und da raus, aber er meinte ja, es ist zu schwierig. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Okay, können wir jetzt raus? Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Ach so, okay. Das Feuer wird... Ja, ja, aber wir haben ja extra das Handtuch geholt. Ach, vielleicht können wir das auch noch nass machen. Das wäre vielleicht noch besser. Mach mal das Handtuch nass. Mit einem nassen Handtuch sollten wir weiterkommen als ohne auf jeden Fall. Hervorragend. Es ist triefend nass. Aber was ist mit Victoria und Eleanor? Wissen die, dass das Schloss brennt? Die sind noch zu Bett gegangen angeblich. Ich guck mal, wo er jetzt hinrennt. Tiefluft holen und nichts wie durch. Okay. Gut, dass du eins von den ganz großen genommen hast, nur um es dir jetzt nur vor die Nase zu halten. Können wir da lang? Da brennt's doch. Ich probier's trotzdem mal. Oh doch, können wir. Ach verdammt, ich wollte doch noch in Bates Zimmer. Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Was habe ich nur getan? Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Ich werde fortgehen, aber nicht bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Augen warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Angelina hat alle umgebracht. Ich meine, wir haben ja in der letzten Folge schon erfahren, dass Angelina die Eigentliche war, die halt besessen wurde vom Schloss und die korrupt geworden ist davon. Angeline, aber wer war dann die verbrannte Frau?
Ich hatte ja, ehrlich gesagt, ich hatte überlegt, ob das vielleicht nicht Angelina ist, weil man konnte sie ja nicht mehr erkennen. Aber wer war das? Außer es war die Bibliothekarin. Oh mein Gott, ich hoffe nicht. Wer, die hat die Bibliothekarin getötet? Ich dachte nämlich die ganze Zeit, wer könnte sonst gewesen sein? Aber vielleicht die. Angelina hat alle umgebracht und sie hat Louis bezahlt. Aber Louis würde doch nicht das Schloss abbrennen. Das Schloss, wo seine Lady noch drin ist? Die hat er bestimmt gerettet vorher, oder? Weil, als ob der Louis seine Lady abbrennen lässt, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wir müssen aber erstmal durchgehen. So, Angelina, ja, was ist mit dir? Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Bitterford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Okay, ja, voll mit Absicht den eigenen Bruder verführt. Und sogar noch in diesem Brief, ne? Erinnert ihr euch? Den dramatischen Brief, den Angelina geschrieben hat? Ach, ich wusste, dass mich jemand findet. Du würdest alles verstehen und ich liebe dich. Ne? Genau so hat sie das mit voller Absicht gemacht. Ja, was mit Reginald? Der war ja vom Orden, das wissen wir ja schon. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Ja, und später, als Boris auch zurückkam, hat sie ihn dann beseitigt. Okay, was ist mit der Leiche? Das war die Bibliothekarin, ne? Mal schauen. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. Apropos Schloss. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Die sind alle hier. Oh nein, Mom. Die armen alten Ladies. Ah nein, die Mutter. Und jetzt rein da. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Vielleicht ist es nicht die Mutter. Ich überlege gerade, weil sie ja die ganze Zeit den Schleier vorm Gesicht hat. Ich habe das Gefühl, das könnte noch wichtig werden, dass dahinter jemand anderes ist. Dass Bates... Catherine. Dass Bates gestorben ist übrigens. Ich muss sagen, ich meine, wenn der schon Sauerstoffflaschen hatte und dann hatte die rauchende Luft eingeatmet. Ja, und Sally ist gestorben und was mit den alten Ladies ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, Louis hätte Eleanor gerettet. Und vielleicht ist das hier gar nicht unsere Mutter. Vielleicht ist das Victoria oder so, die sich nur verkleidet hat mit dem Schleier. Ich könnte mir halt, weil das Gesicht ist ja die ganze Zeit verdeckt, ne? Da könnte man ja was machen, theoretisch. Louis, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Und mit Angelina? Hör mal. Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen.
Aber du brauchst mich auch noch, ne? Wobei, sie braucht vielleicht auch nur mein Blut. Vielleicht ist das nicht so ein Druckmittel, wie ich denke. Was sagt unsere Mom? Keine Angst mehr. Ich hol uns hier raus. Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Okay, sie hat nichts gesagt, ne? Damit ihre Stimme sie nicht verrät vielleicht. Oh, hier ist eine Öllampe. Die versuche ich mal mitzunehmen. Gucken, ob Angelina mich lässt. Ja, hat sie gar kein Problem damit. So, uns wurden auch wieder ein paar Gegenstände geklaut. Aber das Wichtigste haben wir natürlich immer noch bei uns. Unser gutes Brot. So, dann gucken wir doch mal. Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Okay, ich probiere mal die Scheibe denn da einzusetzen. Ich fange mal mit der ersten an. Die sind ja zum Glück durchnummeriert. Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Zweite. Auch die zweite Scheibe passt. Fehlt nur noch die letzte. Und Nummer 3. In Ordnung. Alle 3 Scheiben sind an Ort und Stelle. Dann gucken wir doch mal, was da jetzt das Rätsel ist. Gibt es 3 Rillen. Ja? Im Steinsockel gibt es 3. Ja, aber... Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Wie genau, weiß ich nicht. Aber was soll ich denn jetzt machen? Im Steinsockel gibt es 3. Ja, ja, ich weiß, dass es da die Rillen gibt. Aber was mache ich jetzt? Mosaik ist drin. Oh, hier gibt es noch eine Kerze. Ach, ich muss da was, dass das durchleuchtet. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist seltsam. Die Kerze auf dem Sockel brennt. Wer hat sie angezündet? Ja, wahrscheinlich Angelina, oder? So, ich versuche mal die Öllampe zu entzünden und dann müssen wir wahrscheinlich mit den... Entschuldigung, ich werde die Öllampe entzünden. Nicht? Kann ich die Kerze mitnehmen? Ah, okay, ich kann die mitnehmen. Ja, kein Problem, Angelina. Ich mache das hier mal, du vertraust mir doch. So, Kerze mit Öllampe. So funktioniert's natürlich. Die Öllampe brennt. Die Kerze brauche ich nicht mehr. Ja, schmeiß weg. Kein Problem. Dann werfen wir bestimmt irgendwelche bunten Schatten jetzt an die Wand und müssen die dann noch irgendwie einstellen oder sowas. Mal gucken. Irgendetwas muss es mit diesem Löwenkopf im Lichtschein auf sich haben. Vielleicht kann man ihn reindrücken. Das glaube ich weniger. Schneid dir die Hand an der Wand auf. Was? Ich soll. Mach schon! Tu es nicht, Darren. Du darfst ihr das Tor nicht öffnen. Ich zähle bis 3. 3. Stopp! Ist schon gut, ich tue es. Autsch. Aber es hat funktioniert. Das ist es. Los, rein da! Beeindruckend. Aber Moment, wenn sie die Steinscheiben nicht hatte, woher wusste sie denn? Als ob ich schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist. Das ist erst der Anfang. Ich kann die Macht spüren. Mordred ist hier. Hier ganz in der Nähe. Blödsinn. Die Erbauer der Akademie hatten 8 Auserwählte, die die Macht gehütet haben. Nur wenn sich alle 8 auf diese Steinplatten gestellt haben, sollte sich das Tor öffnen. Andernfalls folgte der Tod. So steht es in den alten Schriftstücken. Aber wir sind ja, nur ich schätze, 4. Das können wir vergessen. Wir sind nur zu 4. Sei nicht albern. Dir wird schon was einfallen, Bruderherz. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Hilft ja nichts. Anscheinend müssen alle 8 Platten mit Gewicht belastet werden. Aber was, wenn einer der 8 Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist? Dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben. Ich sehe mich am besten mal um. Also ich würde ja denken, man könnte einfach ein Bein auf jede Platte stellen. So theoretisch. Was ich fragen wollte, wenn sie die Mosaikscheiben noch gar nicht hatte, woher wusste sie denn dann, dass Richards Blut nicht funktionieren würde? Da ist doch irgendeine Logiklücke drin, oder? Ah, hier liegt ein Zettel. Praktisch. Und ein Gitter. Das Gitter gucke ich zuerst an. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Okay, was ist hier auf dem Zettel? Hier liegt ein Zettel. Oh, bunte Auf dem Farben. Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der 3. Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne,
Rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Kann ich mir das mal angucken? Auf dem Zettel ist ich okay, auf der draußen den. Und ich kann den nur kombinieren. Können wir jetzt nochmal mit den Meine Leuten arme reden? Meine Mutter ist völlig verängstigt. Sie durchlebt das Entsetzen mit Samuel noch einmal mit ihrer eigenen Tochter. Angelina, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mal gucken, ob das Angelina? Klappt. Was ist? Ah nee, jetzt können wir mit ihr reden. Das Gittertor? Was willst du überhaupt von mir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Was für einen dummen Bruder ich doch habe. Mach das Gitter auf. Du musst nur alle Steinplatten reindrücken. Alleine? Wie soll ich das denn machen? Dir wird schon was einfallen. Okay, und Steinplatten? Du musst dich auf eine der Steinplatten stellen. Damit ich ein Messer in die Rippen kriege? Ich verzichte. Die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun. Wenn du dich nicht draufstellst, kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann soll sie sich draufstellen. Wo soll sie hin? Das weiß ich noch nicht. Kleinen Moment, ich muss mich erstmal noch ein bisschen umgucken. Was haben wir hier denn noch? Wir haben auch noch Gänge. Können wir, warte, vorerst probiere ich nochmal mit Louis zu reden. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Okay, na dann, Angelina, du wartest hier, ne? Die Steintür sieht ziemlich schwer aus. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so aufbekomme. Oder hier? Eine massive Steintür, ohne Türgriff oder ähnliches. Okay, da kommen wir also nicht hin. So, Löcher und Figuren, die haben wir noch. Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Okay, und hier die Löcher? Sind da vielleicht Speere drin? Da sind Löcher in der Wand. Mit Sicherheit für irgendeine hinterhältige Falle. Okay, gut. Die Frage ist... Ich wünschte, ich könnte den Zettel besser sehen. Vielleicht hat er ihn ja im Tagebuch eingeklebt. Moment, ich guck mal. Inhaltsverzeichnis. Ja. Blätter mal durch. Angelinas Versicherung. Muss mal ein bisschen... Wie habe ich das denn gerade mit dem Schnellweiterblättern hingekriegt? Geht anscheinend nicht. So, Angelina und ich sind Zwillinge. Ja, bla bla. Ich würde gerne... Ach Mist. Das war's schon. Wo es Sally ermordet hat, okay, weiß ich nicht. Irgendein Hirngespinst. Ich würde gerne den Zettel einmal sehen. Wie soll ich mir denn merken, was da ist? Irgendwas mit Schneeflocke und irgendein Messer oder so? Ich weiß wirklich wie man da durchkommt, ohne... Ich versuche gedrückt zu halten. Oder vielleicht scrollen? Nee, das klappt irgendwie nicht. Na gut. Ach, das dauert viel zu lange. Moment. Ich krieg's wirklich nicht hin, dass der schneller da durchgeht. Fesseln lösen. Ach, wenn du vielleicht. Moment, ich geh mal. Neueste Aufgabe, bitteschön. Ich kann eine Blume erkennen, eine Tür, ein Messer, eine Sonne, Wasser, noch eine Tür, einen Steinblock oder sowas und eine Schneeflocke. Ob ich damit sagen kann, ob ich damit wagen kann, mich auf eine der Platten zu stellen. Der Messer ist ja wahrscheinlich nicht so geil, ne? Sonne, Wasser. Was passiert denn, wenn ich die Bodenplatten angucke? Stellt sie sich dann direkt drauf? Ich hoffe nicht. Insgesamt 8 in den Boden eingelassene Steinplatten. Mal sehen. Moment! Das war nicht so gut. Was macht denn Angelina, wenn ich hier einfach sterbe? Also, frage ich mich. Was hat er gerade geschrieben? Platte mit Gewicht belassen. Über jeder Steinplatte hängen Fallen an langen Ketten. Ich sollte versuchen, mindestens eine davon unten zu halten, damit ihr Gewicht auf der Platte lastet. Wie willst du denn das machen? Was haben wir überhaupt bei uns? Wir haben doch nur diesen Zettel. Alles andere nutzlose Papiere und unser Brot. Ich guck mal, was passiert, wenn ich da drauf trete. Kommt da immer einfach nur so ein Dingens runter? Bitte stirb mir jetzt nicht weg. Stirb nicht! Geh weg, geh weg! Okay. Ich dachte, er tappt wieder nur so an, aber das hat nicht geklappt. Ja gut, ne? Wir könnten halt versuchen, uns auf jedem mal draufzustellen und zu gucken, ob wir bei irgendeiner überleben. Andererseits, so richtig weise erscheint mir das nicht. Aber wir haben ja auch sonst nur Papier. Okay, vielleicht die rot eingeführt. Moment, ich erkenne es so ein bisschen.
Das hier müsste die Sonne sein. Ich probiere mich auf die Sonne zu stellen. Sonne klingt doch harmlos. Vielleicht machen wir das mal. Und dann... Kann ich wegrennen? Nein. Okay. Also auch wenn ich sehr schnell klicke, macht ihr da gar nichts. Ich könnte meiner Mom halt noch sagen, sich auf eine zu stellen, aber das will ich eigentlich auch nicht. Meine arme Mutter ist völlig verändert. Das ist dasselbe. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Was? Nichts. Nee, nichts. Als ob sie beleidigt wäre von vollkommen übergeschnappt. Ich glaube, sie weiß, dass wir das denken. Ah, Moment. Nee, hier ist auch nichts weiter. Hä, wir haben nur diesen Zettel, aber... Messer, Schneeflocke, Stein. Ich weiß halt nicht so recht. Nichts davon erscheint mir sicher. Ich gucke mal ins Tagebuch. So. Eine unten halten, damit ihr Gewicht auf den Laster drum, eine Schneeflocke. Sind es vielleicht... Ach Moment, ist es vielleicht, wie man stirbt? Habe ich mich gerade aufs Messer gestellt und bin von Messern durchbohrt worden? Vielleicht ist... Moment, hier ist Wasser, glaube ich. Ich glaube, das hier ist Wasser. Gucken wir mal, was hier passiert. Nee, okay, da werden wir auch einfach von Spießen durchbohrt. Das hilft gar nicht. Die Angelina hat sich irgendwie keinen coolen Plan ausgedacht, muss ich sagen. Einfach das mich machen zu lassen, bis ich es schaffe... War nicht so smart. Na gut, aber ich würde sagen, ich denke da nochmal ganz genau drüber nach. Wenn ihr Ideen habt, wie man das macht, gerne in den Kommentare damit. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Black Mirror 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit bis dann.